Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 21. März 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, diese Woche gehen wir ja bekannterweise auf Ostern zu. Nächsten Freitag ist Karfreitag. Und auch die Konstellation zu Ostern möchte ich gerne diese Woche besprechen. Aber vorab ist jetzt am Mittwoch, dem 23. erst einmal Vollmond in den Zeichen Widder und Waage, was bedeutet, dass jetzt in diesen Tagen die Spannung ansteigt, wie immer vor Vollmond. Vollmond ist ja der Höhepunkt des Sonne-Mond-Zyklus. Sonne und Mond haben dann im Tierkreis die weiteste Entfernung voneinander, stehen sich eben gegenüber und dadurch ist wie bei einem gespannten Bogen, beziehungsweise bei einem Bogen, der dann immer weiter bis zum Höhepunkt gespannt wird, entsteht hier einfach eine ganz starke Spannung, die sich dann mit dem Vollmond zeigt oder auch entlädt und die in diesem Fall sehr viel mit dem Thema Ich und Du, beziehungsweise Selbstbehauptung versus Beziehungen, aber auch damit zu tun hat, inwieweit ich mich abhängig mache von der Meinung und dem Einfluss anderer, ob ich mich davon abhalten lasse, das zu tun, was ich meine, tun zu müssen. Oder ist es eher so, dass ich aufgrund dessen, dass ich immer irgendwie nur dem nachgehen kann, was ich möchte, nicht wirklich Raum und Zeit und Energie für die anderen habe? Also bin ich hier egoistisch oder mache ich mich zu abhängig in Beziehung? Das ist hier so ein ganz, ganz großes Thema, was ich in den nächsten Tagen besprechen werde. Aktuell, wenn wir erstmal auf den heutigen Tag schauen, sehen wir, dass die Sonne, die ja am Sonntagmorgen von den Fischen in den Widder gewechselt ist, das war die Tag- und Nachtgleiche zum Frühling. Von nun an sind die Tage länger als die Nächte. Diese Sonne im Widder möchte eben dem Frühling und nicht nur dem Frühling, sondern allen möglichen Vorhaben und Ideen Energie geben, dass diese verwirklicht werden können, dass die sozusagen ihren Durchbruch haben. Nur ist es so, dass hier halt die starke Besetzung im Zeichen Fische sozusagen nicht unbedingt den Treibstoff für diese Pläne liefert, sondern sozusagen uns immer wieder in die Vergangenheit zieht, uns immer wieder auch in vielleicht noch nicht verarbeitete Emotionen zieht. Gerade hier die Verbindung auch von Neptun mit der Venus, Venus-Neptun-Konjunktion ist eine Stellung, die höchst irrational ist, die starke Sehnsüchte symbolisiert, vielleicht auch eine Unlust, sich mit der Realität, so wie sie ist, zu beschäftigen oder auch nur einzusehen, wie die Realität ist. Auch Merkur hier, der Sonnenbegleiter, der sich hier Ende Fische befindet und der morgen am Dienst, in der Nacht zum Dienstag der Sonne in den Widder folgt, ist hier noch in den Fischen, also auch die Gedanken hängen irgendwie nach. Ohnehin der Übergang vom Merkur von den Fischen in den Widdern, auch eine nicht ganz unkritische, ein nicht ganz unkritischer Übergang. Also hier gilt es auch Anfang dieser Woche wieder sehr stark auf die Kommunikation zu achten, aber auch auf unsere eigenen Gedanken, dass wir uns sozusagen gedanklich nicht gehen lassen, nicht ausufern, so andererseits aber auch nicht aggressiv werden und andere überrennen, sondern dass wir sozusagen innehalten und uns genau überlegen, ist das jetzt hilfreich und heilsam, was ich denke und spreche oder eher nicht. Also Merkur wechselt dann zur Sonne in den Widder, dann eben vor dem eben schon erwähnten Vollmond am Mittwoch. Der Mond ist seit Sonntagabend im Zeichen Jungfrau, wo er bis zum Mittwochmorgen bleibt. Mittwochmorgen um 6:23 Uhr geht es dann in die Waage und dann ist ja auch dann mittags Vollmond, das heißt, der Mond in der Jungfrau läuft auf den Vollmond zu. Auch das ist, dass der Mond in der Jungfrau hier mehr auch die Fischeseite sozusagen stärkt. Es geht hier eben ganz klar darum,
eine gewisse Altersbewältigung auch zu vollziehen. Der Mond in der Jungfrau möchte sich anpassen, möchte im Grunde der Realität mehr Raum geben, trifft dann aber ganz klar hier auf diese Fischeplaneten, die hier sozusagen eine ganz andere Richtung zielen. Also der Mond kann sich hier kaum durchsetzen. Er nutzt eigentlich weder der Sonne im Widder, die sozusagen ja aktiv nach vorne gehen will. Dafür ist der Mond in der Jungfrau zu kritisch. Aber er unterstützt auch nicht die Fischeplaneten. Dazu ist er zu realitätsbezogen. Das heißt, es kann heute und morgen auch zu einem gewissen Zwiespalt kommen zwischen: Ich möchte meinen Alltag bewältigen, ich brauche eine gewisse Struktur, und eben andererseits bestimmte Anteile, die sozusagen lieber träumen wollen und überhaupt keine Lust dazu haben. Also nicht ganz spannungsfreie Zeiten, die wir aber im Grunde ganz klar nutzen können, um uns vor allem darüber bewusst zu werden, wie wir es uns meistens aufgrund unserer eigenen Gedanken und Einstellung selber schwer machen. Wir sollten nicht enttäuscht sein, wenn nicht alles, was wir uns vornehmen, jetzt hundertprozentig funktioniert. Die Energie dafür wird aber noch kommen. Ich wünsche uns allen einen schönen Wocheneinfang, einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.